Und wir kommen jetzt raus in die freie Natur. Ist ja jetzt auch, das Wetter soll ja wieder besser werden. In 2 Tagen, da ist Sonne pur angesagt. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Da ist es raus an die frische Luft, die Landschaft mal wieder ganz anders erleben. Und das könnte man doch zum Beispiel auch mit den Liebsten machen. Familie, Kinder, Enkelkinder, einfach mal schnappen und eine schöne Radtour machen. Ich finde das ja immer schön. Nur heutzutage mit den 12-Jährigen da mitzuhalten, das könnte schon ein bisschen anstrengend werden. Es sei denn, sie haben unsere E-Rädle. Die haben wir jetzt nämlich für sie hier im Programm. Und das Beste, was sie sehen, das nehmen wir auch gleich noch mit auf. Und wie das geht, das verrät uns mein Kollege Andreas. Und liebe Zuschauer, Anne-Kathrin, wenn du sagst, in 2, 3 Tagen könnte tatsächlich das Wetter wieder besser werden, ist Fahrradtour geeignet. Das würde doch passen, liebe Zuschauer. Das heißt, 2, 3 Tage, dann ist Ihr E-Rädle bei Ihnen zu Hause. Dann haben Sie Ihr erstes eigenes Pedelec. Und wissen Sie, was da wirklich die absolute Granate ist? Der Preis. Und auf den Preis müssen wir gleich zu Anfang ein bisschen rumreiten. Denn wenn Sie hier 2, 3 Teleshopping-Sender weiterklicken, dann wissen Sie, wo die normalerweise sich einpendeln. Ich habe da was von 1.300, je nach Ausstattung, ja. 1.600 Euro im Ohr. Wenn Sie in ein Fahrradfachgeschäft gehen, liebe Zuschauer, dann fangen Pedelecs an, wenn der Verkäufer es gut mit Ihnen meint, 2.400 Euro. Also das ist der absolute Wahnsinn. Da muss man tatsächlich sagen, liebe Zuschauer, der beste Preis für ein Pedelec, den gibt es tatsächlich bei uns hier jetzt in dieser Sendung. Und schauen Sie mal. Sie bekommen nicht nur ein Pedelec, ein großes, schweres E-Bike. Nein, unseres ist leicht und handlich und ist klappbar. Wir haben hier gleichzeitig auch noch ein Klapprad. Und das ist eben das Schöne. Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, Mensch, ich will nicht direkt bei der Haustür raus und aufs Fahrrad und dann los, sondern ich möchte tatsächlich erst mal ins Grüne fahren, dahin, wo ich mein Auto dann abstelle, dahin, wo es schön ist, wo die Natur schön ist, dann wird Ihr E-Rädle auf dieses Format hier zusammengeklappt und ist dann tatsächlich kofferraumkompatibel. Dann machen Sie einfach die Klappe an Ihrem Kombi auf, setzen das E-Rädle rein und dann geht's los. Passt natürlich auch ins SUV und wir haben sogar im Team hier bei uns ja, Leute, die haben einen Kleinwagen, selbst da passt hier zusammengeklappt ein E-Rädle rein. Also das ist wirklich eine wunderbare Sache. Definitiv. Und einige unserer Zuschauer, die haben gleich 2 bestellt. Macht natürlich mehr Sinn, Partner, Partnerin zusammen mal wieder eine schöne Radtour. Es gibt ja momentan so schöne Radwege, auch mal eine Burg zu besichtigen. Nur häufig ist da das Problem ja der Anstieg, ne? Also da muss man jetzt nicht unbedingt ein gewisses Alter erreicht haben, dass das anstrengend ist. Mir geht das auch schon, dass mir ordentlich die Pumpe geht. Und das zeigt uns hier auch Kathi, wie leicht es sein kann, mal eben bergauf zu fahren. Jawohl. Und dann wird aus dem Auto ausgestiegen, wird abgestiegen, der Kofferraum auf und jetzt sehen Sie hier, es ist ein Kompaktwagen, auch da passt ein E-Rädle wunderbar rein und dann wird das hier, das ist wirklich kinderleicht, wie das ausgeklappt wird, hier mit diesen Sicherheitsverschlüssen auch. Also hier wird auch auf Sicherheit Wert gelegt, es wird alles wunderbar arretiert und festgezogen und dann funktioniert das wirklich in aller Einfachkeit und hier sehen wir, wie einfach das funktioniert. Selbst die Pedale lassen sich ausklappen, damit das auch wirklich platzsparend im Auto seinen Platz findet. Die Sattelstütze lässt sich in der Höhe einstellen. Das gleiche natürlich auch mit dem Lenker. Liebe Zuschauer, und dann kann es losgehen. Und hier sehen Sie jetzt nochmal wunderbar die Tretunterstützung, wenn die aktiviert wird mit diesem roten Knopf. Und dann haben wir auch eine Akkuanzeige. Die Akkuanzeige ist rot, gelb und grün. Das bedeutet für Sie, bei Rot sollten Sie den Akku mal nachladen bei nächster Gelegenheit. Mhm. Bei Gelb, naja, da sind wir so im mittleren Status. Und bei Grün ist alles in Ordnung und die Fahrt kann kommen. Und wir verraten Ihnen was, liebe Zuschauer. Sie schaffen hier eine Tour mit einer Akkuladung knapp 30 Kilometer. Das heißt, Sie schaffen tatsächlich so eine ganze Nachmittagsradtour. Und das Schöne ist halt eben auch, dass man so einen Akku ja immer ganz leicht aufladen kann. Das heißt, wenn Sie unterwegs irgendwo Rast machen, beispielsweise im Café oder im Wirtshaus, dann können Sie da gerne mal nachfragen, ob Sie vielleicht noch ein bisschen Saft aufladen dürfen. Heute ist man ja tatsächlich so unterwegs. Heute sind alle ja so ein bisschen auf dem
Umwelttrip. Und da sagt keiner nein, wenn man hier nachladen möchte. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir legen natürlich bei unserem E-Rädle, liebe Zuschauer, Wert auf Sicherheit. Dass es einfach ist, dass es leicht für Sie zu bedienen ist. Und ich möchte Ihnen das jetzt mal hier zeigen an unserem E-Rädle, das ich schon eingeklappt habe. Aber okay, wir gucken uns zuerst noch mal das Video an. Schauen Sie mal, hier in der Mitte sehen Sie den Akku. Der Akku hat 4,4 Ampere-Stunden. Und arbeitet mit 24 Volt. Das bedeutet, er hat richtig Power. Da steckt richtig was drin. Wir erreichen tatsächlich eine Schubhilfe, eine Drehunterstützung bis zu 25 km/h. Wow, das ist also schon richtig ordentlich, das ist richtig sportlich. Wenn Sie das mal so vergleichen, früher die Mopeds, die Mofas, die gab es bis 25 km/h. Das Ganze dann natürlich hier beim E-Rädle, liebe Zuschauer, ohne Führerschein, aber mit Straßenzulassung. Das bedeutet für Sie hier Lampe vorne, Lampe hinten, eine straßenkonforme Bremse vorne, Bremse hinten. Alles so, wie es sein muss. Und jetzt noch mal hier ein Blick auf den Akku. Der ist abschließbar. Mhm. Also hier ist auch eine Diebstahlsicherung integriert, damit der nicht abhanden kommt. Alles wunderbar. Und schauen Sie mal, ich habe Ihnen ja versprochen, ich möchte Ihnen noch ganz kurz zeigen, wie unsere E-Rädle ausgeklappt wird. So sieht das also aus, wenn es zusammengeklappt ist. So, dann klappen wir einmal hier das Vorderrad nach vorne. Dann haben Sie gehört, hat sich das hier in der Mitte schon eingerastet. Das heißt, ich kann jetzt hier schon meinen Sicherheitsverschluss anklipsen. Dann gehe ich her und nehme die Pedale und klappe die einfach nach oben. Das gleiche mache ich hier auch, dann sind die ausgeklappt. Jetzt nehme ich den Lenker, setze den einfach hier nach oben. Hier habe ich noch einen kleinen Sicherheitsverschluss, den drücke ich rein, lasse ihn wieder los. Und dann nehme ich hier meine Sicherheitsflügel und klappe den auch nach hinten. Und dann klappe ich den nach unten. Alles ist hier sicher. Also hier eine wunderbare Sache. Hat nicht mal eine Minute gedauert. Das waren 20 Sekunden, allerhöchstens. Und schauen Sie mal hier, liebe Zuschauer, wir haben einen tiefen Einstieg. Ne? Das heißt, wenn man auch hier die Beine nicht mehr so hoch bekommt, das geht hier wirklich wunderbar. Wir haben einen stabilen Rahmen. Wir haben hier vorne die Bremse. Wir haben hier vorne auch die Beleuchtung. Schauen Sie an. Aus, hier, alles da. Und dann, wenn wir nach hinten gehen, dann sehen wir hier nochmal den Akku. Mhm. Eine ganz wichtige Sache. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, damit das nicht zu kurz kommt, hier in der Narbe, schauen Sie, hier sitzt der Elektromotor drin. Dieser bürstenlose Motor, der für Sie, liebe Zuschauer, wartungsfrei ist und nahezu verschleißfrei arbeitet. Und das, Anne-Kathrin, ist natürlich ein wunderbarer Komfort. Ja, definitiv. Also, du hast jetzt hier natürlich auch nicht die Möglichkeit, früher war das so, dass man sich die Beine schmutzig, also die Hosenbeine schmutzig gemacht hat. Ne? Aber weißt du, vor einigen Wochen hat sich meine Oma so ein Pedelec geholt und die hat gesagt, jetzt bin ich endlich nicht mehr angewiesen auf, also ihre Tochter macht normalerweise immer so die Einkäufe, ne? Oder sie musste halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, um irgendwelche Sachen zu erledigen, seien es Arztbesuche, Apotheke oder mal zum Bäcker. Und hiermit bin ich auf niemanden mehr angewiesen. Ich bin flexibel. Ich muss, selbst wenn ich ein Auto habe, ne? Ich muss erst keinen Parkplatz suchen, ich muss nicht Benzin tanken und die Benzinpreise sind ja momentan auch sehr teuer und sie fühlt sich viel sicherer, weil sie sich jetzt wirklich auf den Straßenverkehr vollkommen konzentrieren kann. Ja, dieses Treten ist auf Dauer ganz schön anstrengend und hier muss ich eben nichts machen. Ich habe die Sicherheit auch für kleinere Einkäufe, die hat dann hinten so eine Tasche, die gibt es auch bei uns im Sortiment, hinten schön auf den Gepäckträger und hier ist ja alles dabei, ne? Klingel ist dabei, Licht ist dabei. Komplett. Als ich mir damals mein Mountainbike gekauft habe, da war nichts dabei. Das musste ich mir alles noch separat kaufen. Also das heute für 569 €. Das ist mega. Perfekt. Der Preis ist, liebe Zuschauer, schauen Sie sich bitte um oder tun es auch einfach nicht, weil wir versprechen Ihnen, Sie bekommen bei uns das beste Angebot. Mhm. Ihre Telefonnummer, liebe Zuschauer, ist die 0180, die 51, die 51, dreimal die 2. Und schauen Sie mal, wir haben hier die Schutzbleche. Also auch hier ist alles wunderbar. Sie machen sich nicht die Hosen schmutzig. Hier, wir haben Kettenschutz, alles ist da. Aber ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert mit dieser Drehunterstützung, mit diesem E-Rädle, mit diesem Pedelec. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie hier den Hilfsmotor anschalten, diesen Elektromotor, dann bekommen Sie so einen leichten Schub von hinten, der unterstützt Sie beim Rollen. Mhm. Wenn Sie als Kind Fahrradfahren gelernt haben und der Papi hat Sie angeschoben, dann ist das ungefähr das gleiche Gefühl, ne? Wenn man einfach hier, wenn ihr jemand am Sattel hinten anfasst und tatsächlich das Rad so leicht anschiebt. Das Ganze ist für Sie aber ganz bequem steuerbar, das heißt, wenn Sie sagen, nee, ich möchte das jetzt gar nicht, dann können Sie das ganz bequem am Lenker ein- und ausschalten und dann schauen Sie mal,
dann genießen Sie die Natur, dann fahren Sie, dann atmen Sie die frische Luft ein, reinigen die Lunge mal einfach durch und haben natürlich auch immer das gute Gefühl, Mensch, ich tue was für meinen Körper, ich bin aktiv, ich werde fitter und das macht halt durch diese E-Unterstützung, durch den Elektromotor extrem viel Spaß und alles ist natürlich top sicher. Na, man kommt vor allen Dingen auch viel weiter, als wenn man jetzt sagt, Mensch, ich gehe einfach nur mal spazieren. Ja, kann man ja auch machen, um an die frische Luft zu kommen. Aber mit so einem Fahrrad kommt man viel weiter, lernt auch mal die Umgebung kennen. Also ich kann Ihnen das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Probieren Sie es mal aus. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, diese Sicherheit, dann wieder was mit der Familie auch zu unternehmen, weil man kommt sich auch nicht ausgegrenzt vor. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, naja, mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern eine Radtour, das schaffe ich einfach nicht mehr. Das ist mir wirklich dann unangenehm. Hier ist man nicht mehr eingeschränkt. Hier hält man locker mit. Ich meine, 25 Kilometer pro Stunde, das ist ordentlich. Selbst Profisportler, ja, die sind schon 25 Kilometer pro Stunde schnell. Nur, dass man mal auch so einen Vergleich hat. Und für 569 Euro, nochmal, ich habe vor 3 Jahren mir ein Mountainbike gekauft. Selbst das hat 500 Euro gekostet und da war nichts dabei. Der Preis ist wirklich sensationell. Das ist unser TV-Sonderpreis, der gilt jetzt und die nächsten 2 Stunden. Also sichern Sie sich unser Klappredel, unser E-Pedelec. Ja, also das ist wirklich ein fantastisches Ersparnis. Ne? Absolut. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, wenn Sie sonst Pedelecs bekommen, das sind große, schwere Räder. Ja. Ne? Die kriegt man nicht ins Auto in den Kofferraum. Da braucht man einen Dachgepäckträger, da muss man irgendwas hinten ans Auto anbauen oder man kann sie sich einfach nicht kaufen, weil man nicht die Möglichkeit hat, damit irgendwie wegzukommen. Mhm. Und die sind viel zu schwer. Hier, unseres ist extrem leicht, unseres ist ein Klapprad und natürlich ist diese Elektrounterstützung dabei, die das alles kinderleicht macht. Und das ist wirklich eine tolle, tolle Angelegenheit. Und Anne-Kathrin, du hast vorher noch mal kurz erwähnt mit den 25 km/h. Mhm. Liebe Zuschauer, Sie werden natürlich nur 25 km/h schnell, wenn Sie entsprechend treten. Ne? Bei dem E-Rädle tritt man ja immer mit. Wenn man also nicht so schnell fahren möchte, dann treten Sie einfach nicht so schnell. Wenn Sie sich aber richtig ins Zeug legen, dann können Sie richtig Gas geben hier. Dann wird das tatsächlich 25 km/h. Aber das bestimmen tatsächlich Sie. Sie bestimmen das Tempo. Sie bestimmen, wohin es gehen soll. Und liebe Zuschauer, Sie bestimmen jetzt. Sie entscheiden sich jetzt. Bitte für unsere Bestellnummer NX9510 und die 569 zum Schluss zum TV-Sonderpreis. Absolut konkurrenzfähig. 569,91 €. Ohne Versandkosten. Die gehen auf uns, die gehen aufs Haus von Pearl TV. Und was ich auch schön finde, du kannst das E-Rädler auch werkzeuglos zusammenklappen. Ne? Du brauchst kein Werkzeug, man muss nicht so eine Werkzeugtasche dabei haben. Das geht komplett ohne. Das haben Sie gerade gesehen, wie schön einfach das geht. Und wenn Sie sagen, Mensch, wegfliegen in den Urlaub, das machen wir schon lange nicht mehr. Wir verreisen auch ganz gerne mal mit dem Auto, ja, weil Fliegen vielleicht zu anstrengend geworden ist. Dann nehmen Sie doch diesen Urlaub mal Ihr E-Rädler mit oder vielleicht leihen Sie sich ein Campingmobil aus. Und Caravan, da passen die auch wunderbar rein. Nun haben wir gesagt, ein Akku ist dabei. Also ein Akku ist schon dabei. Aber wenn man jetzt natürlich mal längere Strecken macht, wäre so ein Zusatzakku vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Übrigens, jeder dritte Kunde, der sich so ein Pedelec kauft, der kauft gleichzeitig noch einen Zusatzakku mit dazu. Stimmt's? Das ist auch eine absolute Empfehlung von uns, liebe Zuschauer. Denn Sie haben hier tatsächlich jetzt die Möglichkeit, einen Akku, einen Zusatzakku sich nach Hause zu holen, der Ihre Reichweite noch mal deutlich erhöht. Also im Pedelec ist ja schon ein Akku drin, ist schon dabei im Lieferumfang für bis zu 30 Kilometer. Hier haben Sie noch mal einen Akku. Schauen Sie mal, der hat 7,8 Amperestunden und der packt tatsächlich bis zu 50 Kilometer. Das bedeutet, kombiniert mit beiden Akkus schaffen Sie hier tatsächlich 80 Kilometer. Das ist eine wunderbare Sache. Das heißt, Sie können große Tagestouren planen, ganze Wochenendtouren und der Akku, der ist natürlich, und das ist das Wunderbare an der Sache, wir haben hier originale Herstellerqualität. Das bedeutet, der ist passend fürs E-Rädle, passend fürs Pedelec. Und es ist ja immer so, wenn man sich Akkus im Zubehör kauft für so ein Pedelec, dann kann man natürlich auch mal eine schlechtere Qualität erwischen zu einem überhöhten Preis. Bei uns eben nicht. Wir haben darauf geachtet, dass wir hier originale Herstellerqualität haben.
natürlich auch mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, weil eins muss man ganz klar sagen, wenn man sich den später im Zubehör dazu kauft, dann ist der eben extrem teuer. Und schauen Sie mal auf unsere unverbindliche Preisempfehlung. Wir liegen hier bei knapp 300 Euro, Anne-Kathrin. Ne? 300 Euro, bei Pearl.de schon 200 Euro, das ist der reguläre Preis. Aber wie gesagt, ein Zusatzakku im Wert von 200 Euro ist schon mit bei Ihrem Pedelec dabei. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Ich habe das ja ganz oft, oder man stellt das ja häufig vor, dass die Zusatzteile häufig teurer sind als das Hauptprodukt. Und hier haben Sie wirklich alles dabei. Aber wenn Sie sagen, ich plane größere Touren, wirklich mit der ganzen Familie so einen schönen Tagesausflug, Wochenendausflug, ja, wo man eben noch einen zusätzlichen Akku braucht, wo ich eben bis zu 80 Kilometer weit fahren kann, dann ist der natürlich noch sehr empfehlenswert. Wie gesagt, jeder dritte Kunde hat den bereits jetzt auch gleich noch mit dazu gestellt. Macht ja auch mehr Sinn, ne? 189 Euro, der Preis gilt jetzt für Sie und die nächsten zwei Stunden. Akku kommt auch versandkostenfrei mit zu Ihnen nach Hause und Sie sollten jetzt wirklich zugreifen. Und den Zusatzakku kann ich auch abschließen, ne? Natürlich, der ist auch abschließbar, hat auch den Diebstahlschutz mit drin. Und liebe Zuschauer, Sie können sich im Übrigen immer vergewissern bei Ihrem Akku, wie der Ladestand ist. Denn wir haben hier einen Knopfdruck und dann gehen hier die LEDs an und zeigen uns jetzt beispielsweise hier, der Akku, der ist prallvoll. Also auch hier haben Sie immer Sicherheit und Sie können hier unten sogar noch USB-Geräte laden. Das ist richtig toll. Das ist praktisch. Mal eben das Smartphone aufladen vom, ja, hier vom E-Redler aus ist natürlich cool. NX9515 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Und Sie hatten vielleicht eingangs gehört, dass ich gesagt habe, Ihre Radtour können Sie dann auch aufzeichnen. Und aufnehmen, da meine ich jetzt nicht mit einem, mit einer Kamera in der Hand oder mit dem Handy in der Hand oder vielleicht so eine Actioncam auf der Stirn. Nee, das machen wir ganz unauffällig so, dass das gar keiner merkt. Nämlich mit einer schicken Sonnenbrille. Ne? Ganz genau, liebe Zuschauer. Aber gucken Sie mal, wir haben hier nicht einfach nur eine Sonnenbrille. Sieht zwar so aus, ne? Ja, ich weiß. Aber wenn Sie ganz genau hinschauen, jetzt muss ich die mal so drehen, damit Sie das wirklich auch gut sehen können. Schauen Sie mal, wenn Sie hier ganz genau hinschauen, dann ist da so ein kleiner Punkt. Hier zwei und da sind auch noch zwei. Das heißt, das ist so ein bisschen versteckt. Und dahinter befindet sich eine HD-Kamera. Boah, echt das ist jetzt? Der Knall. In der Brille? Ja, in der Brille. Das heißt für Sie, Sie haben hier eine Kamera, die quasi unsichtbar ist. So, dann haben wir hier eine Sonnenbrillenfunktion mit Gläsern, die einen UV-Filter haben, einen Schutzfaktor von 400. Also genau richtig nutzbar als Sonnenbrille, auch zum Beispiel für Höhensonne, wenn man in den Bergen mal ist im Winter. Aber wenn Sie jetzt mit Ihrem E-Rädle, mit Ihrem Fahrrad auf Tour sind, dann setzen Sie Ihre Brille einfach auf, schalten hier per Einhandbedienung, per Knopfdruck einfach die Kamera an und dann filmen Sie, haben eine Sonnenbrille auf. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und das Schöne ist nämlich daran, liebe Zuschauer, dort, wo Ihr Blick hinwandert, Anne-Kathrin, ne, dort filmt man eben auch. Das heißt, wenn Sie was Tolles sehen, halten Sie das gleichzeitig eben auch auf der Kamera fest. Wir sehen es hier gerade eben auch im Zuspieler. Originalaufnahmen übrigens. Hammer, oder? Und Anne-Kathrin, das ist HD, ne? Boah, Wahnsinn. Das heißt, ich bekomme hier eine HD-Kamera. Ich bekomme eine Sonnenbrille, ich bekomme ein Etui, ich bekomme das Ladekabel, ich bekomme ein Putztuch und ich bekomme Wechselgläser. Und das jetzt für 28 Euro, das ist ja ein Witz. Also wer hier nicht zugreift. Und liebe Zuschauer, im Sommer immer schön die Augen schützen mit UV-400, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt für 28 Euro. Und selbst wenn mal keine Sonne scheint, ja, dann benutzen Sie einfach die Wechselgläser, die habe ich gerade auf. Es ist ja ultra praktisch. Das ist ultra praktisch. Gerade beim Fahrradfahren, liebe Zuschauer, wenn Sie die Sonnenbrille, die Gläser so nicht brauchen, weil Sie sagen, das wäre mir zu dunkel, dann nehmen Sie einfach die Gläser, die Anne-Kathrin drin hat, können Sie ganz einfach, ganz leicht auswechseln. Und dann haben Sie einen Windschutz für die Augen. Ne? Der Windschutz für die Augen, jawohl, das sieht richtig cool aus. Sportlich und schick. Sitzt auch sehr, sehr schick. Also, boah, da kann jetzt auch kein Seitenwind mehr reinkommen. Ja. Die ist richtig schön dick gemacht. Ne? Hier oben bediene ich das dann natürlich. Also, puh. Das kann sich sehen lassen für 28 Euro, oder? Sehr, sehr cool gemacht. Wurde übrigens auch von der PC Go ausgezeichnet, dass es wirklich eine ultra tolle Sonnenbrille ist. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, gerade mal so Veranstaltungen. Hier sehen wir es übrigens. Sie ist das perfekte Accessoire für Wintersportler, die ihre Augen schützen und ihre aufregenden Abfahrten mitfilmen wollen. Muss jetzt natürlich nicht nur Wintersport sein, kann auch Radsport sein oder einfach mal so. Weil jetzt stell dir mal vor, du willst jemanden aufnehmen, der das nicht wissen soll.
Geburtstag, ne, Hochzeit. Dann schneidet man so einen schönen Film zusammen und schenkt das dann dem Brautpaar oder dem Geburtstagskind. Weil die meisten, wenn die eine Kamera sehen, die verstellen sich immer. Ne? Und dann setzt man sein natürlichstes Lächeln auf, was man überhaupt hat. Ne? Kennen Sie vielleicht solche Situationen? Und wie gesagt, diese tolle Brille, was nicht nur eine Sonnenbrille ist mit UV-400, sondern noch eine Kamera eingebaut hat und die auch noch gestochen scharfe Aufnahmen in HD macht für 28 €. Das ist ein Schnäppchen. Sie bekommen noch so viel Zubehör. Aber das zeigen wir Ihnen gleich auch alles nochmal ausführlich. Jetzt ist wichtig, dass Sie zugreifen mit der Bestellnummer PX36, 34 und die 569. Und was mache ich jetzt, wenn ich mir die Aufnahmen angucken will, die hier drauf sind? Wie mache ich das? Mit einer Speicherkarte, liebe Zuschauer, haben wir hier für Sie natürlich, schauen Sie mal hier, Intenso-Qualität, 32 GB, Klasse 10, extrem schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und dann steht, ja, dem Kameravergnügen nichts mehr im Wege, denn so eine Speicherkarte, die verarbeitet wunderbar die HD-Aufnahmen unserer versteckten Kamerabrille, unserer Sonnenbrille. Also eine wunderbare Sache hier. Ja, und Speicherkarten, wie gesagt, die braucht man ja immer, ob es eine Digitalkamera ist, ob es ein Navigationssystem ist. Aber jetzt wichtig für Sie, liebe Zuschauer, jetzt anzurufen und sich Ihr Klapprädle zu sichern. Ich meine, das ist ein Wahnsinnspreis, was Sie heute bekommen. Gilt nur jetzt und die nächsten 2 Stunden und Sie werden es wirklich lieben. Es gab ja letztes Jahr schon das Thema, ne? Jeder Supermarkt hatte so ein Klappredle, so ein E-Redle und überall war das in aller Munde und alle wollten sowas haben. Das ist ja auch toll, Fahrrad zu fahren und ohne großartige Anstrengung. Und wenn Sie eh schon Knieprobleme haben, ist das wirklich super, kann ich nur empfehlen, sehr gelenkschonend, wird Ihnen vielleicht auch Ihr Arzt schon gesagt haben, dass Radfahren mit so das Gesündeste ist, was man auch für den Rücken tun kann, für die Knie. Und wichtig ist natürlich auch Sauerstofftanken, raus an die frische Luft, da erzähle ich, glaube ich, auch nichts Neues. Aber jetzt ist erstmal wichtig für Sie, dass Sie anrufen, auch unsere Speicherkarte, der Zusatzakku 0180 51 51 und 3x2. Und für alle, die eben erst eingeschaltet haben und gerade noch so mit Ach und Krach die Telefonnummer mitbekommen haben, es ging hier um unsere Klappredle. Die sind aber auch toll. Wirklich jetzt zuschlagen für ganz, ganz kleines Geld, 569 €. Die sind wirklich ein absolutes Schnäppchen heute, stimmt's? Absolut, und die sind richtig beliebt. Warum, liebe Zuschauer? Weil hier wirklich, und entschuldigen Sie bitte das Wort, aber das ist der absolute Kampfpreis, den wir hier aufrufen. Sie werden mit Sicherheit kein Pedelec bekommen bei Ihrem Fahrradfachhändler oder in irgendeinem anderen Teleshopping-Kanal, der Ihnen das günstiger anbieten kann. Wenn Sie sich mal überlegen, die E-Redle, die Pedelecs, die starten bei etwa 1.300 €. Und das sind dann große, schwere Fahrräder. Gucken Sie mal, was wir hier für ein Leichtgewicht für Sie haben, was wir wirklich hier für eine geniale Technik haben in diesem wunderbaren Rad. Und wenn Sie zum Fahrradfachhändler gehen, der knöpft Ihnen locker 2.000, es geht bei 1.800 los und dann geht es mal ganz schnell mit Sonderausstattung bei 2.000 €, dann wären es 2.400 €, wenn man auch noch was Schickes haben möchte. Mhm. Liebe Zuschauer, sind wir doch ehrlich, es geht um Radfahren, es geht um Komfort und es geht einfach auch so ein bisschen darum, ja, dass man wieder mobil wird, dass man ein bisschen was macht, dass man sich bewegt und dafür sind halt diese Pedelecs wunderbar, deshalb sind die auch so beliebt und schauen Sie in die Beschreibung. Wir haben hier ein Pedelec mit 20 Zoll Rädern, das ist eben sehr gut, weil wir ja eben ein Klapp-Pedelec haben. Erkläre ich Ihnen gleich genau, wie das funktioniert, weil somit können wir es eben auch transportieren in nahezu jedem Fahrzeug. Dann haben wir diesen bürstenlosen Motor, der ist verschleißfrei, nahezu verschleißfrei. Sie brauchen den nicht warten, der funktioniert verlässlich nahezu immer. Das bedeutet im Grunde für Sie hier tatsächlich, Sie brauchen nur für Strom sorgen und den liefert ein 24-Volt-Akku hier mit 4,4 Ampere-Stunden. Der ist im Lieferumfang enthalten jetzt, also ein rund 300 € unverbindliche Preisempfehlung teurer Akku ist bei diesem Preis schon mit drin. Das ist wirklich eine Sensation. Finde ich auch. Also man muss ja wirklich sagen, 569,91 € ist, wie Andreas schon richtig gesagt hat, ein Kampfpreis. Die sind normalerweise, liegen die im vierstelligen Bereich. Und was eben andere E-Redle nicht können oder viele nicht können, dass sie eben klappbar sind. Jawohl. Aber warum ist denn das wichtig, dass ich mein Rad zusammenklappen kann? Anne-Kathrin, zum Beispiel, wenn du in der Stadt wohnst oder du wohnst in einer Region, wo zum Beispiel nur Straßen sind, da ist gar kein Radweg. Ich das heißt, ne, du kommst entweder aus der Stadt
gesagt, du kommst gar nicht weg von zu Hause mit so einem Fahrrad. Die Idealvorstellung ist eben dann, dass man sein Rad nimmt, ins Auto packt und dann dorthin fährt, wo die Natur ist, ein Auto abstellt, so wie das unsere Kollegin die Kati gemacht hat. Die hat sich ihr E-Rädle hier in ihren Kompaktwagen, in Kofferraum geladen. Und schauen Sie mal, das ist wirklich kinderleicht beim Ausladen. Und dann wird das hier aufgebaut in Sekundenschnelle. Überall sind diese Sicherheitsverschlüsse. Darauf haben wir Wert gelegt, dass sie auch immer die Sicherheit mitfährt. Und dann ist das ja wunderbar schnell aufgebaut. Und dann geht das los. Führerschein, brauche ich das dafür? Führerschein brauchen Sie nicht, obwohl da bis zu 25 km/h Geschwindigkeit drin sind. Anne-Kathrin, du brauchst hier keinen Führerschein. Aber das Rad ist natürlich straßenverkehrszugelassen. Das heißt, wir haben alles dabei. Licht, Beleuchtung hinten, Beleuchtung vorne. Wir haben eine Bremse dabei. Bremse vorne, Bremse hinten. Alles ist auf die eigene Körpergröße einstellbar. Ja, alles ist einstellbar. Natürlich werkzeuglos. Das fasziniert mich ja jedes Mal, dass ich hier mein Fahrrad zusammenklappen kann und brauche dafür nicht mal mehr eine Werkzeugtasche, die ich immer dabei habe. Und jetzt schauen Sie sich das mal bitte an. Ich weiß, dass Kathi wenig Ausdauersport macht. Und normalerweise, um so einen Berg zu erklimmen, brauchst du richtig ordentlich Ausdauer. Ja, ja. Und guck dir mal hier die Steigung an, das ist Wahnsinn. Ohne Probleme radelt sie da hoch und kann die Natur nebenbei noch genießen, kommt nicht mal mehr aus der Puste da oben an, kann sich das dann alles schön anschauen. Und das können demnächst Sie sein. Sie, vielleicht mit Ihrer Familie, mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Und man ist wieder Teil. Ich finde, das hat auch so einen sozialen Aspekt. Ne? Also, du bist nicht ausgegrenzt, du kannst wieder mit den Jüngeren mithalten, ohne dass einem das unangenehm ist. Ich weiß immer, wenn ich früher eine Radtour mit meiner Oma gemacht habe, die hat immer gesagt, ja, fahr schon mal weiter, ich komme gleich nach. Der war das auch ein bisschen unangenehm. Ne? Aber wenn man dann sowas hat, ganz ehrlich, das ist super. Probieren Sie es aus, genießen Sie die Landschaft, werden Sie eins mit der Natur. Und das ist so gesund, sich an der frischen Luft zu bewegen, liebe Zuschauer. Und jetzt für 569 €, das ist der TV-Sonderpreis. Rufen Sie jetzt an, schlagen Sie zu 0180 51 51 und dreimal die 2. Und ich weiß auch noch vom letzten Jahr, dass die im Frühjahr, Ende Frühjahr, Anfang Sommer, die waren dann restlos ausverkauft. Ne? Wenn das dann die Zeit losgeht, dann will die jeder haben. Und das ist ja so, die kommen jetzt immer mehr. Also wenn man auch durch die Fahrradgeschäfte geht, durch die Fachgeschäfte, wenn man durch die Baumärkte geht, jeder hat da sein hauseigenes Pedelec stehen und die müssen natürlich an den Mann gebracht werden. Aber denken Sie daran, was wir Ihnen sagen, das ist hier wirklich ein sensationeller Preis. Und ich selber wundere mich immer, wie wir das möglich machen können, aber wir können es und das finde ich gut, denn das ist Ihr Vorteil. Aber, liebe Zuschauer, kommen wir tatsächlich nochmal direkt zu unserem Pedelec. Ich möchte Ihnen das ganz kurz erklären, nochmal mit dieser E-Unterstützung. Also zum einen haben wir hier alles bedienbar am Lenker. Das finde ich schon mal ein Riesenvorteil. Das bedeutet für Sie, auf Knopfdruck wird hier die Elektronik aktiviert und Ihr Motor weiß, dass er jetzt was zu tun bekommt. So, grün bedeutet, Akku ist in Bestform. Gelb würde bedeuten, hier, wenn die grüne ausgeht und nur die gelbe leuchtet, der Akku sollte dann demnächst irgendwann mal geladen werden. Und rot bedeutet dann, ja, schleunigst, jetzt brauchen wir Strom. Dann haben wir hier vorne natürlich alles dabei. Bremse ist am Start und hier unten sehen Sie, da leuchtet auch schon hier die Lampe vorne. Und jawohl, hier sieht man es nochmal, LED-Lichttechnologie natürlich. Also auch hier alles einschaltbar und ausschaltbar, so wie Sie das brauchen. Und das Gleiche haben wir im Übrigen auch hinten. Auch hinten haben wir eine Beleuchtung, so damit Sie auch von hinten gut gesehen werden. Ich muss die nochmal anschalten, jawohl. Also hier sogar ein Gepäckträger ist dabei, damit Sie auch mal was aufsatteln können. Wie zum Beispiel die Moderationskarte. Die Moderationskarte, oder so, ne? Kann man ja auch mal machen. Und jetzt kommen wir aber zum ganz Wesentlichen und da sind wir besonders stolz. Denn bei uns, liebe Zuschauer, ist der Elektromotor hier in der Hinterradnabe verbaut. Ist also auch für eine schöne Gewichtsverteilung ganz angenehm. Und vor allem der Schub, der kommt dann von hinten. Und das ist halt eine tolle Sache. Sie können sich dann vorstellen, liebe Zuschauer, wenn Sie zum Beispiel Ihren Kindern, Ihren Enkeln,
Händeln Fahrradfahren beibringen, ne, dann schiebt man doch immer hinten am Sattel. Mhm. Und das ist natürlich dann auch so eine gewisse Sicherheit, die man hat. Ne? Das ist wie beim Auto, der Hinterradantrieb, der wird als sehr sicher wahrgenommen, weil es von hinten schiebt. Und dann hast du halt bei Bedarf diese elektronische Unterstützung, der Motor schiebt dich samt Fahrrad an und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Woher, liebe Zuschauer, bezieht dieser Motor hier seine Kraft? Hier sitzt der Akku, 4,4 Amperestunden und der bringt Sie tatsächlich bis zu 30 Kilometer weit, wenn Sie das mögen. Also so eine Fahrradtour am Sonntagnachmittag, der steht nichts mehr im Wege. Und Anne-Kathrin, guck mal, wir haben hier sogar einen Schlüssel, das heißt, wir haben hier einen Diebstahlschutz für unseren wertvollen Akku und können den abschließen. Den Schlüssel können wir natürlich abziehen. Und Sie haben hier auf Knopfdruck im Übrigen immer, liebe Zuschauer, eine Akku-Ladestandsanzeige. Hier alle LEDs leuchten. Das heißt, dieser Akku hier ist vollgeladen. Super. Ich habe übrigens, wenn ich sonntags morgens beim Bäcker Brötchen holen will, habe ich immer ein richtig schlechtes Gewissen, das Auto zu nehmen. A, ist es eh keine lange Strecke. Und B, bei den Benzinpreisen lässt man das Auto ja eh lieber stehen. Damit kann man auch mal kleinere Erledigungen machen. Ne? Ob das jetzt der Bäcker ist oder größere Einkäufe oder mal zum Arzt, zur Apotheke oder zur Nachbarin mal ein schöner Kaffeeklatsch oder was auch immer. Es kann wieder so viel Spaß machen, weil Sie konzentrieren sich dann wirklich auf die Straße. Normalerweise war man ja immer sonst sehr angestrengt, musste immer wirklich strampeln und treten, ja. Und jetzt genießen Sie das einfach, links und rechts mal wieder schauen, mal über die Gartenzäune schnuppern und schauen, was hat der Nachbar wieder Neues angepflanzt. Es macht wirklich sehr viel Freude und Freude macht auch heute der Preis. 569,91 €. Bestellen Sie jetzt, dann kommt es versandkostenfrei zum TV-Sonderpreis zu Ihnen nach Hause. Und die Preise, die du vorhin angesprochen hast mit 1.400 €, das sind normale Preise, die bezahlt man eben für solche E-Rädle. Und jetzt schlagen Sie bei uns zu. Die Bestellnummer brauchen Sie doch, die NX9510 und die 569. Da ist der Akku dabei, da sind, ist das Licht dabei, alles, was Sie dafür brauchen, die Klingel ist dabei und natürlich auch das Ganze hier zusammenklappbar. Sie sehen es gerade, du hast, es war wie gesagt keine Minute, ne? Nein, während Anne-Kathrin Ihnen das nochmal alles erklärt hat, liebe Zuschauer, habe ich hier unser E-Rädle zusammengeklappt. Das heißt, wenn hier jetzt das Auto stehen würde, einfach einladen und dann kann es losgehen. Und schauen Sie mal, dieses kompakte Format, ideal. Wahnsinn. Und wer jetzt vorhat, längere Strecken mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, da hätten wir noch einen schönen Zusatzakku für Sie. Der Preis ist natürlich auch ein Knaller, 189,91 €. Wie weit komme ich jetzt mit dem Akku, Andreas? Also, liebe Zuschauer, das hier ist ein Zusatzakku. Mhm. Und, Anne-Kathrin, damit kommen unsere Zuschauer 50 Kilometer weit. Ui. Das heißt, wir haben hier, schauen Sie bitte auf die Zahl, 7,8 Amperestunden. Das ist fast das Doppelte von dem Akku, der an serienmäßig schon im Lieferumfang mit dabei ist. Und nochmal für Sie, in Ihrem E-Rädle ist bereits ein Akku im Lieferumfang enthalten für eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern. Hier können Sie sich jetzt gleich noch einen Akku dazu holen, einen Zusatzakku für eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Und wenn Sie beide Akkus kombinieren, schaffen Sie tatsächlich sage und schreibe 80 Kilometer. Das heißt, Sie können richtig lange Fahrten, richtig große Ausflüge machen. Und wir dürfen Ihnen auch noch einen Tipp geben, liebe Zuschauer. Nahezu jeder Dritte von Ihnen entscheidet sich tatsächlich auch gleich noch den Zusatzakku dazu bestellen. Und das ist eine wirkliche kluge Entscheidung. Denn wir bekommen hier Erstausrüsterqualität, Herstellerqualität, Markenqualität. Und wenn Sie auf die unverbindliche Preisempfehlung schauen, ne, knapp 300 €, dann sparen Sie heute halt richtig. Ja, 189,91 €. Liebe Zuschauer, Sie müssen sich das mal vorstellen. Wenn Sie jetzt hier unser E-Rädle bestellen, da bekommen Sie einen Akku, da kommt man bis zu 30 Kilometer weit. Und wenn Sie sich dann noch den Zusatzakku bestellen, ja, dann können Sie theoretisch bis zu 80 Kilometer fahren. Das ist ein ganzer Wochenendausflug, du. Ja. Das ist ja ordentlich. Also das ist wirklich genial, oder? Und vor allen Dingen auch versandkostenfrei. Originalherstellerqualität ist ja eh immer besser, als wenn man da irgendeinen anderen Hersteller nimmt. Und da sollten jetzt auch schnell sein. Wie gesagt, jeder dritte Kunde ungefähr bestellt ihr auch gleich noch mit dazu, weil er sagt, Mensch, 30 Kilometer ist zwar schön, aber wenn ich dann doch mal eine längere Strecke vorhabe und jetzt nicht weiß, kann ich den unterwegs irgendwo laden,
ist natürlich möglich irgendwo an der Raststelle, muss aber nicht möglich sein. Deswegen lieber gleich noch einen Zusatzakku. Da sind wir auf der sicheren Seite, oder? Wäre doch ärgerlich, wenn wir dann keinen Zusatzakku mehr haben. 189 Euro mit der Bestellnummer NX9515 und die 569. Und Schlüssel gibt es auch mit dazu, ne? Diebstahlschutz ist dabei, liebe Zuschauer. Hier, ich habe es Ihnen gerade gezeigt, habe es gerade bedient. Wir haben hier die Ladestandsanzeige für den Akku, wird per LED angezeigt. Und wenn alle LEDs hier rot sind, dann bedeutet das für Sie, der Akku hat volle Power, der ist voll geladen. Das heißt, es kann für Sie losgehen. Und man muss ganz klar sagen, liebe Zuschauer, so ein Geheimtipp hier, Akku kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Das E-Rädle kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Das ist schon echt ein verführerisches Angebot. Und verführerisch finde ich auch unser nächstes Produkt, eine Brille. Ja, eine Brille kann man ja auch gut gebrauchen, ne? Gerade bei schnelleren Geschwindigkeiten, Windschutz, dann natürlich, dass sie fliegen und natürlich auch UV-Schutz. Jawohl. Aber diese Brille, die kann noch ein bisschen mehr. Ganz genau, liebe Zuschauer, es wird Ihnen jetzt aktuell gar nicht auffallen, weil sie ist versteckt, sie ist nahezu unsichtbar. Hier oben, das sind ganz kleine Bohrungen und da versteckt sich in der Mitte eine HD-Kamera. Und schauen Sie mal. Wo ich jetzt hinblicke, wo ich hinschaue, da filme ich gerade. Das Ganze ist bequem bedienbar von einer Hand und hier ist ein kleiner Knopf und wenn ich diesen Knopf drücke, wird die Aufnahme, der Aufnahmestart ausgelöst und ab dann filme ich in HD-Qualität. Gleichzeitig bieten mir die Gläser aber auch den UV-Schutz von 400, also hier wirklich eine Spitzenqualität und auch hier eine vollwertige Sonnenbrille, die auch noch richtig sportlich aussieht. Auf der anderen Seite ist übrigens ein Mikrofon integriert. Das heißt, die Bilder, die ich aufnehme, nehme ich nicht nur bildlich auf, sondern auch noch mit Ton. Ist das nicht cool? Und vor allen Dingen in HD. Das fasziniert mich ja. Jetzt müssen wir mal sagen, für 28 Euro bekommen Sie nicht nur eine HD-Kamera, sondern auch noch eine Brille, eine Sonnenbrille. Dann natürlich auch noch eine Brille mit wechselbaren Gläsern. Die habe ich mir jetzt mal hier geschnappt. Ne? Also wenn jetzt mal nicht die Sonne scheint, dann kann ich das einfach nur so als Windschutz nehmen. Oder wenn sie etwas schneller fahren, auch manchmal habe ich das, dass dann so die Fliegen entgegenkommen. Da hat man einen schönen Sichtschutz. Und Andreas hält noch was in der Hand, was noch mit dazu kommt. Ja? Jawohl, ich kann es dir gerade rübergeben. Unser Brillen-Etui. Und wenn wir das Brillen-Etui öffnen, da kommt noch mehr dazu. Nämlich das Ladekabel für unsere Sonnenbrille. Ja, Sie wissen ja, damit kann ich Aufnahmen machen. Dann noch ein schönes Brillenputztuch. Und hier, die kann ich dann an meinen Gürtel befestigen, die tolle Tasche. Also es ist alles dabei, was wir brauchen. Ich frage mich immer, manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein Schreibfehler. Du, mit 28 Euro müssen wir doch im Komma verrutscht sein, oder? Ja, absolut, liebe Zuschauer. Also hier wirklich auch ein ganz, ganz toller Tipp. Im Übrigen muss man ganz klar sagen, diese Brille hier, die ist bei uns auch ständig ausverkauft. Ja. Ich weiß, es ist die alte Leier, immer erzählen die im Fernseher, ist alles ausverkauft. Nein, liebe Zuschauer, es ist wirklich so. Denn die ist extrem beliebt, weil wir eben diese tollen Funktionen haben. Wir haben die normalen Gläser als Windschutz, die transparenten Gläser. Wir haben hier die Sonnenschutzgläser als vollwertige Sonnenbrille mit UV 400. Und wir haben eben das absolute Highlight. Und das ist die Kamera, die sich hier vorne drin befindet. Und da filmen wir tatsächlich hier mit HD-Qualität. Das bedeutet für Sie, der Wochenendausflug auf Ihrem E-Rädle, auf Ihrem Pedelec, der wird sogar noch gefilmt. Sie fahren einfach und gucken in der Landschaft. Und wenn Sie was Tolles sehen, dann gucken Sie dir ja hin, ganz automatisch. Und Sie müssen gar nicht dran denken, ach Mensch, das hätte ich filmen müssen. Sie haben es gefilmt mit Ihrer Brille. Und Sie haben das bestimmt auch schon mal festgestellt. Irgendeine Feier, sei es eine Geburtstagsfeier, Taufe, Hochzeit, was auch immer. Sobald die Leute eine Kamera sehen, weil man eben mal Fotos machen will, dann verstellt man sich immer. Ja, da hat man nicht so sein natürlichstes Lächeln drauf, aber das ist ja auch normal. Und wenn man dann eben unbeobachtet tolle Aufnahmen machen kann, die man dann später auch mal den Gästen zeigen kann. Das ist so schön, das macht so viel Spaß, wirklich. Und sehen Sie mal bitte diese Aufnahmen auf. Das waren Originalaufnahmen, HD. Ja. Das ist ja Wahnsinn, du, oder? Ja, absoluter Wahnsinn. Das ist halt, und beim Filmen hier mit so einer Brille, das ist halt praktisch. Du hast beide Hände am Lenkrad oder du hast beide Hände frei beim Wandern. Ne? Ja, bist absolut hier in Sicherheit unterwegs und dann filmst du halt einfach dort, wo du hinguckst. Ne? Das hast du immer schön auf deiner Kamera, auf der Speicherkarte und danach kann man sich einfach einen schönen Film zurechtschneiden oder auch, wenn man mal auf einer Party ist, ne, dann kann man natürlich auch mal den Geheimen filmen und am Ende so einen lustigen Film zusammenschneiden, wo alle dann drüber lachen.
Machen wir. Aber die Aufnahmen müssen ja auch irgendwo gesichert und gespeichert werden. Und das tun wir am besten mit einer Speicherkarte. Und die ist von keinem geringeren Hersteller als von Intenso. Das heißt, Sie bekommen hier Markenqualität zum ganz kleinen Preis, 9,41 €. Genau. Und Sie sehen hier 32 GB, liebe Zuschauer. Also hier genügend Platz für HD-Aufnahmen mit Ton. Dann haben wir hier die Micro-SD-Karte, den Adapter, alles mit dabei. Und eben auch Klasse 10. Das ist ganz wichtig, denn wir brauchen für HD-Aufnahmen schnelle Schreibgeschwindigkeit, schnelle Lesegeschwindigkeit, übrigens auch für Full-HD geeignet. Das bedeutet für Sie, wenn Sie tatsächlich gerade Speicherkartenmangel haben, dürfen Sie hier auch gerne 2-3 bestellen. Ja, kann ja nichts mehr schiefgehen. Da haben wir die Speicherkarte, wir haben eine Sonnenbrille mit Kamera und wir haben unsere wunderbaren Pedelecs, wo auch noch ein Zusatzakku mit dazu kommt. Wir haben einfach alles. Aber wichtig ist natürlich auch, dass Sie anrufen und bestellen. 0180 51 51, und dreimal die 2 ist die Telefonnummer. Und dann kann die nächste Radtour ganz bestimmt kommen. Also viel Spaß damit.